Oh, den hier, ne? Das ist doch fies. Okay, hier komme ich einfach nicht weiter. Wir müssen es wohl mal hier versuchen. Was ist das hier? Das reine Nichtsehen. Das ist was. Da sind wir nicht, ne? Nö. Boah, ist das alles kompliziert. Hi. Hier ist niemand. Sehr gut. Da ist ein Mauseloch. Da ist eine Tür. Was haben wir hier? Hihihi. Okay. Irgendwas zu lesen irgendwo? Nö. Dann gehen wir doch erstmal durchs Mauseloch und gucken, ob wir irgendwas sehen, was wir vielleicht sonst nicht sehen würden. Noch ein Mauseloch zum Beispiel. Was ist das denn? Mauseloch, Mauseloch. Oh Gott, oh Gott. Hui, okay. Keine Ahnung, wir nehmen mal das hier. Oh. Ich habe ein Level. Was ist hier? Ist hier jemand? Scheint nicht, ne? Irgendwie? Okay, dann nehmen wir das. Okay, da hier keiner ist, können wir hier mal eben leveln. Wir brauchen immer mehr Geschick und Willenskraft brauchen wir auch, ne? Brauchen wir Willenskraft? Oh Gott. Technische Spezialangriffe. Klugheit. Wir brauchen auf jeden Fall Klugheit mehr. Weil ich konnte schon Dinge nicht öffnen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ein Meister der Manipulation. Okay. Stehlen, Fallen bauen, blablabla. Versuchen wir doch mal Giftherstellung weiterzumachen. Und da, benötigt Level 12. Na toll. Ich hab's mal gewusst. Gut. Dann nehmen wir uns mal mehr hiervon. Gegenschlag, zwei Waffenkenntnis. Ist das was Passives? Ja. Zwei Waffenkenntnis, zwei Waffen. Parfiv. Parfiv. Der Charakter verfügt über große Erfahrung im Kampf mit zwei Waffen, wodurch er einen Bonus auf seine kritische Trefferchance erhält. Er hat außerdem die Möglichkeit, seinem Gegner mit jedem Treffer blutende Wunden zuzufügen, die bei diesem über längeren Zeitraum Schaden verursachen. Ja, das klingt auf jeden Fall, das nehmen wir einfach. So. Sehr gut. Ein Taktikfeld haben wir auch. Es ist wunderbar. Hallo, ich bin's, die kleine Maus. Sieht immer noch aus wie eine Ratte. Ich weiß nicht, wie da Leute auf Mäuse kommen, aber gut. Hallo? Ich bin ein Golem. Hi. Ja, hau nochmal. Sehr gut. Und jetzt hier. Haust du mal? Also für einfach gar nichts. Bums. So. Dann machen wir uns mal zur Feuerestrahl, damit wir uns hier nicht die Füßchen verbrennen. So, wo sind wir eigentlich jetzt gelandet? Kann mir das mal jemand verraten? Hier ist doch noch. Das tut mir leid, aber wir müssen den ganzen Weg nochmal zurückrennen. So will ich das aber nicht. Wir haben jetzt sicherlich einiges gespart, aber das ist doch Kacke so. Hallo? Hallo, ich bin's. Na? Oh, Feuergestalt? Hallo? Ich bin's immer noch. Was ist das denn? Jemand zum Kämpfen. Okay. Okay, dann machen wir uns jetzt wieder so. Hi.
Muss eigentlich gar nichts mehr tun. Das reicht völlig. So. Schon war es das. Das ist irgendwie. Ach, ist das herrlich. Das ist einfach herrlich. Hi. Hey! Nö, 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 nö. Warte. Machen wir das doch mal, oder? Das kann ja nicht schaden. Hau nochmal. Sehr gut. Und jetzt hier. Wir haben es doch schon fast. Sehr gut. Hallo? Triffst du den auch mal? Was soll denn das? Sehr gut. Und nochmal. Du triffst den doch nicht. Ah, jetzt. Warte. Hier ist eine Sackgasse, da müssen wir mal gucken gehen. Nö, da ist überhaupt nichts. Danach links. Da ist auch eine Sackgasse, da gehen wir auch gucken. Hi. Na, wie geht's denn so? Möchtet ihr gerne ein bisschen schlafen? Ich muss auch schlafen, wo ich es nicht will. Weißt du, du, hallo, du bist hier voll. Ach, naja. Was soll's? Die sind am Pennen und der trifft nicht. Das darf doch nicht wahr sein, echt. Hallo, da ist die Tür. Und da wäre die andere Tür gewesen, ne? Rams! Habe ich es mir doch gedacht. Und ja, gut, hier liegt noch so ein paar bisschen Geld rum, aber das Geld brauchen wir jetzt eigentlich nicht, denke ich. So, wir schon mit Geld. Pff. So. Fertig. Ja, wir gehen mal als Maus wieder da lang. Ne? Das ist, glaube ich, kürzer. Hier lang und dann da hinten links. Können wir uns hier auch noch ein bisschen die Umgebung angucken. Ist es nicht wunderschön mit so einer Mause hintern hier in der Kamera? Da war der Mond oder so. Ich weiß auch nicht. So. Und da sind wir wieder. Jetzt können wir da reingehen. Hier. So bitte. Hallo? Nein, ich laufe weg. Nein, mache ich natürlich nicht. Sehr gut gemacht. Sehr gut. Jetzt hau den ordentlich, bitte. Hä? Du lebst ja noch. Was soll denn das? Kannst du jetzt mal sterben? Nochmal. Menschenskinder. Hi. Na du? Mein Kleiner? So. Bücher. Keine Bücher. Was soll ich da gerade? Da raucht was. Hier ist überhaupt irgendwie gar nichts. Hier auch nicht. Und hinter mir geht's weiter. Und das gefällt mir auf jeden Fall gut, als Golem hier so lang zu laufen. Achso. Na gut, dann halt als Feuergestalt. Nur kurz. So, und dann machen wir uns wieder zum Golem. Und gehen weiter. Hallo. Na, ihr? Hau nochmal. So. Da ist ja noch einer. Hi. Ich habe mich ja gar nicht gesehen. Hier, haut drauf, bitte. Danke. So, hier brennt es wieder überall. Ist da eigentlich in den Ecken irgendwas drin, oder? Nö, hier ist nichts.
Ist hier was drin? Auch nicht. Hier brennt es einfach nur. Bücher? Irgendwas? Bücher? Bücher? Nein. Ich denke, wir kommen doch irgendwie voran. Wenn das teilweise aussieht, als... Gut, dass der manchmal auch von alleine speichert. Das finde ich sehr gut. Hallo? Ja. Muss still. Hier, da. Den müssen wir, glaube ich, helfen. Das ist jetzt so meine Idee. Achso, ach scheiße, das betäubt den auch. Das ist ja nicht so gut. Den noch, bitte. Sie sind fort. Ja. Ihr habt es geschafft. Ja. Ihr habt sie getötet. Ja, du auch. Aber nicht alle. Das Ihre Anführer sind hinter der unzerstörbaren Tür. Kann ich. Ich gebe euch meine Weisheit. Sie lässt euch sehen. Und jetzt erwache ich. Wieso wirst du einfach wach? Wieso kann ich mit dir wach werden? So, warte mal. In der Geistgestalt bist du besser gegen Zauber gewappnet. Gleichzeitig aber anfälliger gegen körperlichen Schaden. Darüber hinaus siehst du Dinge, die normalerweise im Nichts verborgen liegen. Ah, damit kommen wir durch diese Türen. Warte mal, hier sind die Meister, ne? Warte mal. Aber der meint schon, war das vorher auch da? Ich bin mir nicht so sicher. Das ist aber ganz schön langsam mit so einem Geist. Okay, ich möchte auf jeden Fall als Golem weitermachen. Ich muss sowieso, weil ich sonst nicht durch die Tür komme. Hi. Komm, wir greifen erstmal den an. Und dann können wir hier Beben machen. Wenn die alle da sind. Ja. Können wir eigentlich auch mal wieder, ne? Aber jetzt reicht. Jetzt wollen wir wieder Golem sein. Hallo. Komm mal her, alle. Komm. Na komm. So ist fein. So, und jetzt machen wir noch Beben. Sehr gut machst du das. Sehr gut. Hau jetzt mal richtig hier. So. Was? Du lebst noch? Warum lebst du denn noch? Also wirklich, da lebt er einfach nur noch. Das gibt's doch nicht. Einmal schleudern. Komm's. Kannst du nicht einfach auf die drauf treten, wenn die dann am Boden liegen? So. Mehr haben wir hier nicht, ne? Da hinten sind bestimmt dann die Meister, vermute ich mal. Oder so der. Ist ja dann immer nur einer. Hallo. Huch. So, dachte schon, wäre wieder abgestürzt. Ah, speichern ist immer gut. Guten Tag. Oh. Der Zermalma, das ist aber nicht so ein schöner Name. Ja, ich weiß nicht, ob das alles geholfen hat jetzt. Hau drauf! Hau! Sehr gut machst du das, sehr gut. Hau! Bomb! Ich finde, das klappt ganz gut. So schlimm ist er gar nicht. Quest erfüllt. Wir kommen doch jetzt ganz gut voran, finde ich. So, jetzt fehlt uns aber noch eine Tür, ne? Hier das. Warte, da auch? Ist da, was mache ich da nochmal? Weiß nicht mehr. Aber erstmal müssen wir jetzt wieder hier hin und ich habe keine Ahnung, wie wir da in die anderen Türen kommen sollen.
Wir versuchen es hier mal mit der Geistgestalt, würde ich sagen. Vielleicht kommen wir ja mit Geistgestalt. Warte, waren da noch verborgene Türen? Ich weiß gerade gar nicht. Aber warte mal, ich laufe hier mal normal rum. So ist doch furchtbar. Ich laufe hier mal normal rum, denn die müsste ich ja eigentlich trotzdem sehen können, ne? Wenn auch nicht so total gut, sag ich mal. So, was haben wir hier? Haben wir hier noch eine Tür irgendwo? Ich weiß gar nicht, hatten wir da eine Tür? Nee, ne? Nee. Hier hatten wir nicht noch eine Tür. Nächster Raum. Nein. Hier war auch keine neue Tür noch. Dann müssen wir noch mal hier rein und in dieses Mauseloch. Dann gucken wir mal auf der anderen Seite. Und da nicht noch irgendwo so eine Tür ist. Irgendwo hatte ich doch eine gesehen. Ich aber wüsste wo. War das da drin? Nö. Hier war es auch nicht. Da ist er. Hier war sie. So, und damit kann ich doch jetzt hier durch, ne? Ja, das ist schon mal gut. Bombs. Hau! Ja, dann hau halt den noch. Oh, der ist neu. Den können wir jetzt hier mithauen. Bombs. So. Sehr gut. So, jetzt müssen wir hier mal weiterkommen, ne? Mauseloch oder massive? Ach so, ich glaube, es ist egal, ne? Lalala. Ach Mann, ich dachte, der trifft mich dann vielleicht nicht. Na gut, er trifft mich doch. Ich weiß gar nicht, brennt der Golem? Ich jetzt gerade mal überlegt, der sah gerade so leuchtend aus, aber mach mal besser Feuergestalt, sicherer. So, hier ist nämlich hier dieses Mauseloch. Aber ich glaube, dieses Mauseloch. Damit kann ich doch nur. Warte, ich versuch's mal eben. Aber wer weiß, wo ich dann wieder ankomme, ne? Ja, okay. Ist nur das. Dann ist ja gut. So, dann gehen wir jetzt mal dahin. Wenn ich jetzt wieder da ankomme, wo ich war, ne? Da gibt es aber Ärger. Nein! Okay. Feuer, Feuergestalt! Huh! Wieso brennt es denn hier jetzt? Komm, geh mal da durch. Hier kommt das Feuer nicht hin, ja? Sehe ich das richtig? Ich glaube ja. Okay. Du hast ja gut getroffen jetzt. Ja, ist nicht so schlimm.
Hier, greif mal lieber den an. Du sollst den angreifen, habe ich gesagt. Sehr gut gemacht. So, jetzt kannst du den anderen. Die anderen Viecher hier wegballern, weil die tun nicht so viel. So, jetzt du. Die sehen genauso aus wie die Feuergestalt, ne? Komisch irgendwie. So, sehr gut. Nächste Tür. Fangt mich, wenn ihr könnt. Ich weiß, dass ihr es wollt. Und ob ich das will. Oh nein. Noch ist das Spiel nicht beendet, sterbliches Wesen. Hey. Und jetzt? Nix. Sehr gut. Ich habe irgendwie gedacht, das wäre schwieriger. Aber gut. Das haben wir. Jetzt müssen wir nur noch die zwei da überreden, ne? Ja. Da müssen wir aber irgendwann nochmal hin. Aber ich glaube, ich... Guck erstmal, dass ich unsere zwei Kumpanen hier wieder raushole. Vielleicht besser als ich selbst.